Da werden wir. Imponierend. Und schön wie ein Kunstwerk. Lieber Listener, ich freue mich auf diese Reise. Und besonders auf den Besuch in Marrakesch. Meine Lust, an Bord zu arbeiten, nimmt beträchtlich ab. Aber die Memoiren eines großen Dirigenten müssen ja nun mal geschrieben werden. Auch auf so einem schönen Schiff? Auch auf so einem schönen Schiff. Der Verlag wartet. Nun, jedenfalls, ich wünsche Ihnen eine angenehme Reise. Ich danke Ihnen sehr. Wiedersehen. Wiedersehen. Na, bei dem Schiff haben wir ja noch nie ein Konzert gegeben. Ne? Konzert ist wohl auch ein bisschen zu viel gesagt. Für mich ist das ein Engagement, ein ganz normales Engagement. Ich gebe hier zwei Konzerte an Bord und dafür haben wir die Reise. Auf der wir alles umsonst haben. Ich weiß, ich weiß. Hey, hallo Sie, Entschuldigung. Ja, bitte? Können Sie sich auch mal ein bisschen um uns kümmern? Das ist Eliane Roth. Eliane Roth, die Sängerin, die hier engagiert ist. Und das ist Herr Plattner, mein Pianist. Guten Tag, herzlich willkommen, gnädige Frau. Ich werde mich sofort um alles kümmern. Bitte. Ja, kommen Sie doch bitte mit. Dankeschön. Ja. Du, Uli, unsere Koffer sind schon an Bord. Ja. Können wir uns eigentlich noch ein bisschen die Stadt anklicken, oh, wa? Meinst du? Uli, ich war noch nie in Hamburg. Aber dafür warst du doch neulich in Bad Kreuznach. Guck mal, für Hamburg ist da kaum noch Zeit. Der Dampfer fährt doch bald. Dinger Maus. Trinkst du eine schöne Tasse Kaffee? 18. Aha. 20. Passe. 2. Ja. 3. Ja. 4. Nee. Darf ich? Gern. Warten Sie auch? Ja, klar. Ist ja noch massenhaft Zeit. Leider sind wir schon durchgecheckt, sonst könnte man sich noch ein bisschen Hamburg anschauen. Tja, das habe ich auch eben gerade gesagt. Zu wem haben Sie das gesagt? Zu meinem Mann. Ach. Und nun warten Sie hier auf ihn. Nee, da drüben sitzt er. Kannst du denn eine blanke 10 ausspielen, wenn ich Kontra sage? Na, erst recht, da macht vielleicht der König zu dritt noch einen Stich. Nein, wenn du piekst, schmeiße ich Karo ab, dann machen wir noch ganz viele Stiche. Wenn, hätte der Hund nicht geschissen, hätte er Nasen gefallen. Mensch, eh Glück, dass du nicht mit auf den Dampfer gehst, du. Na, spielen Sie gut? Na. Aber Leidenschaft. Und du, leidenschaftslos, aber exzellent? Ja, gerne. Entschuldigung, wenn ihr Stick geht doch jederzeit in die Hosentasche. Oh, was ich nicht hoffen möchte. Immerhin ist das hier nicht der Auftakt zu einer Skatmeisterschaft, sondern unsere Hochzeitsreise. Mm. Es bleibt also dabei. Natürlich bleibt es dabei. Sag mal, warum hast du eigentlich Vater nicht zu dieser Reise erzählt? Wusste ich, er ist auch weggefahren. Ich verstehe euch nicht. Hilfst du mir trotzdem mit dem Gepäck? Danke. Er läuft denn irgendwas schief zwischen euch beiden? Absolut. Oder hast du den Eindruck? Nein, nein. Nur Vater ist 3 Wochen nicht da und du buchst hinter seinem Rücken eine Reise auf diesem Luxuspott. Ich kapiere das nicht. Aber bitte, du musst ja wissen, was du tust. Das weiß ich. Ich hoffe, Sie finden alles zu Ihrer Zufriedenheit. Oh ja, sehr. Sehr. Vielen Dank. Sollten Sie noch irgendeinen Wunsch haben, dann wenden Sie sich direkt an mich. Mein Name ist Viktor. Ich danke Ihnen. Bitte? Na, wie bist du denn untergekommen? Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Es gibt hier verschiedene Kategorien von Kabinen. Allererste Klasse ist das nicht. Ich werde mich beschweren. Aber wieso denn? Mit Beschwerden verschaffst du dir Respekt. Glaubst du, dass ich darauf schon angewiesen bin? Bist du. Kannte dich der Steward? Wie meinst du das? Na, wusste er, wer du bist. Er wusste, dass ich hier engagiert bin. Nein, ich meine, ob er deinen Namen kannte. Wäre doch interessant zu erfahren, ob die junge Generation dich noch kennt. Ob du für die noch im Begriff bist, ne? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn auch nicht danach gefragt. Guten Tag, guten Tag. Hansen, Herold.
Wir teilen also während der Reise diese Kabine. Ich schlage vor, sollte irgendjemand von uns irgendwelche Marotten haben, wir klären das sofort. Einverstanden. Erstens, schnarchen Sie? Nein, ich auch nicht. Also ruhige Nächte wären schon einmal gewährleistet. Zweitens, trinken Sie? Zuweilen, ja. Mir unverständlich, aber bitte, Sie sind ja alt genug. Sonst noch was? Das wäre vorerst alles. Nanu, kein einziger Kleiderbügel? Ich habe mich bei Ihnen bedient. So, haben Sie. Ich hasse es, Hemden gestapelt übereinander zu legen. Bei mir muss jedes einzelne auf einem gesonderten Bügel hängen. Und was mache ich mit meinen Hemden? Stapeln. Spart enorm viel Platz. Dummerweise habe ich auch noch Anzüge mitgenommen, Hosen. Hätte sich das nicht vermeiden lassen? Kaum. Aber dass ich eine Doppelkabine mit einem mir Fremden teile, das hätte ich wohl vermeiden sollen. Etwas pingelig, was? Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt an Bord. Viel Spaß mit Ihnen. Chef, Herr Kapitän, das ist Professor von Kran. Herr Professor, lieber Kapitän, alles an diesem Schiff gefällt mir. Wirklich, wer dieses Schiff eingerichtet hat, der versteht was von Farben, von Harmonie. Freut mich, dass es Ihnen gefällt. Ja, sehr. Besonders freut mich natürlich, dass Sie vorhaben. Was ist denn? Was hast du denn? Peter van Kran. Das ist van Kran? Professor van Kran? Wo denn? Da. Ja, das ist ein halber Urlaub. Wieso? Ich habe die Absicht, hier zu arbeiten. Tatsächlich. Na und? Ich werde nicht singen, wenn er hier zuhört. Das ist nur ein Liederabend. Wahrscheinlich hört er gar nicht zu. Der macht hier eine Urlaubsreise, will gar nichts wissen von Musik. Er wird kommen. Na, wenn schon. Dann merkt er ihm, dass deine Stimme nicht mehr so ist wie früher. Wie der Fachmann weiß, dass das mit den Jahren nicht zu vermeiden ist. Ich komme! Ja, bitte. Was tun Sie denn hier? Ich glaube nicht, dass es an Bord nach dem Prinzip zugeht, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ich verstehe Sie nicht. Sie logieren in meiner Kabine? Dass Sie sich geirrt haben könnten, ist natürlich ausgeschlossen. 218. Darf ich? Oh, das ist mir aber wirklich sehr peinlich. Entschuldigen Sie bitte, wo ist denn das? Kommen Sie, ich zeige Sie. Oh ja, bitte. Danke. Ich kannte mal einen, der hat mit Blechkarten gemischt, der ist verblutet. So, dann wollen wir mal sehen, ob du unseren Kollegen ersetzen kannst. Übrigens, mein Name ist Horn, Harald Horn, ich komme aus München. Angenehm. Ich bin Möbius, das ist der Kollege Kelling aus Berlin. Scott. Ach, wo ist deine Frau Gemahlin? Die spielt Cocktailempfang, hat ein schickes Kleid an, einen Haufen Leute drumherum, die hat alles, was sie braucht. So, meine Herren, ich höre da mal was. Du bist doch selber dran, ne? 18. Passe. Mehr? 20. Hab ich. 2. Hab ich auch. 0. Den Kreuz spielst du alleine. Jawohl, das Kreuz geht ab. Kontra. Ich hab dich gewarnt. Vogel, friss oder stirb. Das ist nicht gut. Wisst ihr was, Vogel? Friss doch nochmal. Und einen kleinen Pinkus hinterher. Warum? Das gibt's ja nicht. Ja, tut mir leid. Kreuz einfach 24, verloren 48. Konter 96, Bock 192, die Gentlemen bitten zur Kasse. Musste einfach als Lehrgeld betrachten. Vielleicht nehmen Sie den anderen Stuhl, auf den ihr klebt Pech. Also, wir spielen um die Janzen mit Bock und Ramsch, richtig? Ja, ja, bitte, wie Sie es gewöhnt sind. Kick mal, Mutti ist er. Ob er auch gut spielen kann, werden wir gleich sehen, wa? Durch nicht so lange. Also die 18 sage ich schon mal. Hallo, da ist ja meine Regierung. Haben Sie nur die 18 oder wollen Sie das noch eine Weile überlegen? Die 18 habe ich und noch viel mehr. Dann bin ich mal gespannt. 20. Ja, sicher. Passe. Macht mir genauso Unfreude. Passe hoch. Uli, ich gehe zum Abendessen. Das ist ein kluger Gedanke. Lass es dir schmecken, Inge Maus. Herz. Herz, Kontra. Ich komme sofort nach. Re.
Reh? Hast du den Tür, doch der sich traut? Ingemar, du kannst ja schon mal. Naja. Ein Kreuz hat ein jeder. Schönen guten Abend. Bitte sehr. Was denn dieser? Ja. Das ist aber nicht gerade der beste Tisch. Aber gut, gut, geht in Ordnung. Vielen Dank. Ich kenne mich hier nicht aus. Man musste wissen, wo der Kapitän sitzt. Wieso? Spielt denn das eine Rolle? Es gibt Rangfolgen bei Tischen. Begreifst du hoffentlich und wirf dir nicht mehr alles nach. Hm? Was ist denn? Guten Abend, Herr Professor. Guten Abend. Guten Abend. Ah ja. Siehst du? Da muss man sitzen. Guten Abend. Sie warten schon wieder. Ach, und Sie wollen mal wohl schon wieder die Zeit vertreiben, wa? Nein, nein, ich wollte mich nur vorstellen. Ah, du machst Konversation. Na ja, dann kann ich ja nicht zu spät kommen. Entschuldigt meinen Aufzug, aber ein anständiger Charakter ersetzt jeden Anzug. Namen Möbius, angenehm. Böhme. So. Vorsicht. Sie trampeln auf Ihrer Herzdame, Herr. Oh, das ist aber sehr nett von Ihnen. Schönen Dank. Lene, die kommt gleich hier zum Kreuzkönig. So. Schönen Abend noch. Danke. Danke. Wir sind soweit. Oh, entschuldigen Sie mich. Ich muss mal da rüber. Liliane Roth. Gnädige Frau, ich freue mich, Sie an Bord zu haben. Ich bin nämlich ein alter und ehrlicher Bewunderer von Ihnen. Oh, danke schön. Darf ich mich einen Moment setzen? Oh, aber ja, selbstverständlich. Bitte schön. Ja, als es darum ging, das Programm für diese Reise zusammenzustellen, da habe ich Sie vorgeschlagen. Ja, haben Sie mich schon mal gehört? Wo denn? Und vor allen Dingen wann? Ach, wie lange ist das her? 10, 12 Jahre vielleicht. In Covent Garden damals. In Covent Garden. Ja, es war ein ganz großes Erlebnis für mich. Ihre Stimme, die hat mich einfach fasziniert. Tja, danke. Vielen Dank. Das ist Herr Plattner, mein Pianist. Guten Abend. Angenehm. Ich hoffe, es gefällt Ihnen an Bord. Oh ja, ja. Danke, danke. Ja, jedenfalls freue ich mich auf Ihren Abend hier. Dankeschön. Sie? Aber da sind doch noch mehr Stühle. Ich möchte aber den. Wenn es denn sein muss, bitte. Kennen Sie die Dame? Ja. Sie hatte sich in der Kabine geirrt. Erstklassig. Wir wollen da nicht übertreiben, nicht? Kein Blick für Frauen, was? Nicht mehr. Ich bin verheiratet. Dummerweise auch noch glücklich. Ja, sowas soll vorkommen. Ist irgendetwas? Für einen Moment dachte ich, Sie tragen meine Anzugjacke. Da hören Sie mal. Wissen Sie denn nicht, wie Ihre Jacken aussehen? Es ist Ihre Jacke. Sie haben doch nichts dagegen. Aber ich bitte Sie. Kleinliche Menschen sind mir nämlich ein Gräuel. Also, ich muss schon sagen... Na, sagen Sie es doch. Ist sie allein an Bord? Soviel ich weiß, ja. Sie hat eine Einzelkabine. Ich suche nämlich eine Frau. Das tun andere auch. Zum Heiraten. Ich habe schon mehrfach inseriert. Habe alles angeboten, was ich zu bieten habe. Und, was ist das? Toleranz, Großzügigkeit. Da fällt mir ein, haben Sie zufällig meine Rasierseife benutzt? Ich rasiere mich elektrisch. Elektrisch? Mir unbegreiflich. Aber bitte, Sie sind ja alt genug. Ob die Dame zu mir passen würde? Fragen Sie sie doch. Nein, nein, man soll nichts überstürzen. Ich werde ja noch öfter über den Weg laufen. Andere Männer auch. Also ich habe hier nur Pärchen gesehen. Bin ich ein Pärchen? Sie? Wieso Sie? Ich denke, Sie sind glücklich verheiratet. Wer mal Fußbäder nimmt, will auch mal brausen. Eine Hitze ist das. Sagen Sie mal, hätten Sie nicht leichtere Jacken einpacken können? Entschuldigung.
bisschen klein, der Pool, nicht? Fast unmöglich, sich nicht zu begegnen. Ja. Trinken wir was zusammen? Sagen Sie mal, Sie geben wohl nie auf, oder? Darf ich nicht doch was bestellen? Das gleiche nochmal, ja? Aber nur, weil Sie so hartnäckig sind. Ach, Beatrice, entschuldigen Sie. Sie suchen sicher Ihren Mann. Ich weiß, schon wieder im Spielzimmer. Schon wieder? Wissen Sie, wir sind nämlich auf Hochzeitsreise. Müsste ich ja eigentlich gratulieren. Eigentlich, wenn er ein bisschen mehr Glück im Spiel hätte. Aber er hat gestern Abend schon wieder verloren. Da soll er doch wohl besser bei der Liebe bleiben, was? Sagen Sie ihm das mal. Wenn ich Gelegenheit dazu habe, gern. Entschuldigung. Glauben Sie mir, zu zweit ist das Leben viel leichter. Ja, und warum sind Sie denn allein an Bord? Ich bin nicht allein. Nee? Sitzen wir hier zu zweit zusammen oder nicht? Wir haben den Blick auf das Meer. Afrika kommt immer näher, die Sonne auf der Haut, ein gutes Glas in der Hand und sind neugierig. Worauf? Auf uns natürlich. Wir lernen uns gerade kennen. Ist das nicht spannend? Also noch so ein paar hübsche Sätze und ich werde unruhig. Das ist beabsichtigt. In solchen Augenblicken muss der Puls höher schlagen, sonst wird es nichts. Also gut. Ich sitze hier mit Ihnen, weil Sie witzig sind. Zufrieden? Nein. Nee? Nein. Sie sitzen hier, weil mein Interesse für Sie Ihnen gut tut. Eliane Roth? Ja, sie ist es. Nein, so eine Überraschung. Sie hier auf diesem Schiff? Guten Tag, Herr Professor. Nein, das freut mich aber. Wollen wir uns nicht setzen? Ja, natürlich. Bitte. Einem allgemeinen Brauche folgend versuche ich hier meine Memoiren zu schreiben. Ich muss aber gestehen, dass ich damit große Schwierigkeiten habe und für jede Ablenkung dankbar bin. Und dies ist eine, für die ich sehr dankbar bin. Vielen Dank, Herr Professor. Ja, ich arbeite auch hier an Bord. Das heißt, ich bin hier engagiert. Ach was? Ja. Ich gebe hier zwei Liederabende. Wunderbar. Ich komme gern. Nein, das freut mich aber wirklich, dass wir uns hier wiedersehen. Ja, ne, hier sind doch die Noten. Oh, Entschuldigung. Ich wollte nicht stören. Herr Professor, darf ich Ihnen Herrn Plattner vorstellen? Mein Pianist. Guten Tag. Angenehm. Ich habe eben von Ihrem Liederabend gehört. Werde mir natürlich sofort eine Karte reservieren lassen. Frau Roth und ich, wir kennen uns von früher. Ah ja? Ja, einen schönen Tag noch. Oh, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ich trete hier nicht auf. Ich kann das nicht. Nicht vor diesem Mann. Das musst du verstehen. Was soll denn das? Singst doch keine großen Arien mehr, singst Lieder. Das will er wohl begreifen. Wie meinst du das? Begreifen? Mit den großen Opernpartien ist es vorbei, da musst du dir nichts vormachen. Aber für Lieder reicht deine Stimme immer noch. Technik hast du ja, nicht? Ich kann es nicht. Ach, und was weiter? Sollst du Kapitän vielleicht im nächsten Hafen an Land setzen, ja? Das wäre mir das Liebste. Wir haben einen Vertrag. Vergiss das nicht. Ach, hier bist du. Ich habe dich überall gesucht. Was ist denn? Du hast wieder verloren. Ach. Musst du denn vormittags gleich wieder spielen? Na komm, nimm's nicht so tragisch. Ich dachte immer, du kannst verlieren. Ja, das kann ich ja auch. 5, 10, meinetwegen auch noch 20 Mark, aber 210 Mark. Was? 210 Mark? Ja, mit dem, was ich gestern verloren habe. Dieser Möbius, der spielt auch wie der erste Mensch und gewinnt. Jedes krumme Ding und ich kann machen, was ich will. Und bei mir geht's schief. 210 Mark. Das ist ganz schön happig, weil wir mit dem Taschengeld sowieso knapp sind. Ja, eben, weil wir so knapp sind. Darum habe ich ja gespielt, weil mir gedacht habe, es kann nicht schaden, wenn ich unsere Kasse ein bisschen aufbessere. Aber das hole ich mir zurück. Doppelt und dreifach. Nein, das tust du nicht. Papselein, ich bin der bessere Spieler und auf die Dauer gewinnt der bessere Spieler. Wenn du noch mal so viel verlierst, können wir den Rest der Reise an Bord verbringen. Und alles andere ist gestrichen. Schmarrn.
habe ich als 14-Jähriger schon besser gespielt wie dieser lächerliche Bauunternehmer. Heute Abend ist Revanche von 9 bis 11. Ja, und schaut mir nicht so an. Ich weiß schon, was ich tue. Sie wollen also eine Frau kennenlernen. Ja, was glauben Sie wohl, warum ich diese Reise gebucht habe? Ich habe die Frau auch schon gefunden. Ja, prima, gratuliere. Sie weiß aber noch nichts davon. Sprechen Sie doch mal mit ihr. Ich? Warum immer ich? Sie wollen sie doch kennenlernen. Ach so, ja. Da ist was Wahres dran. Danke für den Hinweis. Ah, Probe schon beendet? Ich bin noch gar nicht sicher, ob sie überhaupt singen wird. Er hat nämlich Angst. Vor Ihnen. Angst? Vor mir? Ja, Sie kennen Ihre Stimme von früher, nicht? Große Eliane Roth. Gefeiert in allen U-Bahn-Häusern der Welt. Da liegen Jahre dazwischen. Und jede Stimme hat ihre Zeit, das weiß man. Dass ausgerechnet Sie hier an Bord sind, das stört Sie. Ah, das stört Sie? Ja, das macht Sie unsicher. Ich möchte Eliane gerne sprechen. Ich werde sie ausrichten. Sag mal, um was spielen wir eigentlich? Um die Halben? Wieso jetzt auf einmal um die Halben? Na, ich frage bloß, na, er tritt wieder einen Arm, wa? Sind Sie arm? Ich? Nee, nee, ich will so nicht werden. Um alles Geld der Welt nicht. Also, wir spielen wieder um die Ganzen. Logo, ich bin dabei. Ich auch. Sehr schön. Dann werde ich euch mal mein Spiel vorstellen. Es ist ein Grand Hand mit Vieren, spielt Fünfen, Hand Sechsen, Schneider 7, angesagt 8, Schwarz 9, angesagt 10, macht zusammen 200 Ferzmich. Das fängt ja gut an. Das niedliche Blättchen, wat, Männer? Auf euer Wohl. War das immer so? Was? Das mit der Skatspielerei. Ich würde sagen, das geht Sie nicht an. Entschuldigen Sie. Das war klar und deutlich. Na, auch ein bisschen frische Luft schnappen, darf ich? Ah, ein Sternenhimmel, wie man ihn zu Hause nicht kennt. Alles steht Kopf. Sogar der große Wagen. Konnten Sie nicht schlafen? Aber Sie glauben ja nicht, zu welchen Tönen ein Mensch fähig ist. Mein Kabinengenosse schnarcht. Hm. Sie Arme. Und was hat Sie in die Nacht hinausgetrieben? Ich wollte Grüße über den Ozean schicken. Nach Hause. Zu meinem Mann. Ach. Sie sind verheiratet? Sehr glücklich sogar. Warum ist denn Ihr Mann nicht mit auf dem Schiff? Wir machen manchmal Urlaub von der Ehe. Mit allen Konsequenzen? Wenn es sich so ergibt. Nicht ungefährlich. Sie sind eine sehr schöne Frau. Tut das gut. Was? Das Kompliment eben. Mein Mann geht damit etwas spärlich um. Kannst du dir das nicht endlich merken? Und Sie glauben, dass er Sie gehört hat? Warum nicht? Die Heimat liegt dort. Sie haben nach Afrika gebrüllt. Wollen Sie es nochmal versuchen? Haben wir heute Freitag? Ja. Dann ist es sinnlos. Dann hockt er vor der Glotze und sieht und hört nichts. Fünfmal Sportnachrichten auf 5 Kanälen. Also ich finde, Sie sehen das reichlich eng. Wollen Sie nicht auch einmal über den Atlantik rufen und fragen, wie es Ihrem Frauchen geht? Woher wissen Sie, dass ich verheiratet bin? Sie sehen so aus. Ach so. Woran erkennt man das? Verheiratete Männer strahlen eine gewisse Müdigkeit aus. Aha. Wissen Sie, dass Sie in meinen Memoiren vorkommen? Ja, ich? Ja, bitte. Ja.
in dem Kapitel über die Arbeit in Covent Garden und bei den Salzburger Festspielen. Da sind Sie erwähnt. Ach Gott, wie lange ist das her? Ich erinnere mich noch sehr genau an die Zeit. Sie hatten einen sehr großen Eindruck auf mich gemacht. Ich habe einen großen Eindruck auf Sie gemacht? Ja. Ich muss jetzt ein Geständnis ablegen. Und ich glaube, ich kann das jetzt, ohne missverstanden zu werden. Ich hatte mich in Sie verliebt. Ja. Wirklich? Aber ich war zu sehr mit mir selbst, mit meiner Arbeit, mit meiner Karriere beschäftigt, um einem solchen Gefühl nachzugeben. Ich hätte mich Ihnen ja auch offenbaren können und möglicherweise hätten Sie mich nicht zurückgewiesen. Ja, ja, ich weiß, ich überfalle Sie mit dieser Erinnerung. Sie sollen ja auch nur darüber lächeln und nichts sagen. Hätte ich nicht darüber reden sollen? Doch, doch. Ich habe nur damals überhaupt nichts davon bemerkt, dass Sie mir ein persönliches Gefühl entgegengebracht haben. Ich glaube, es hätte mich sehr glücklich gemacht. Sie waren und sind für mich eine hervorragende Künstlerin, die ihren Platz im Leben mit großer Gewissheit auch heute noch einnimmt. Ich fand bei Ihnen Verstand, Herz und Begabung in gleicher Weise ausgebildet und das im richtigen Verhältnis zueinander. Irritiere ich Sie? Nein, nein. Sie sehen, dass unser Wiedersehen für mich eine große Bedeutung hat. Wie viel? Sehr viel. Irgendwie wollte ich es zwingen. Du willst aber nicht zufällig morgen alles wieder zurückgewinnen. Was soll ich denn machen? Aufhören. Dann haben wir eben weniger Geld, aber wir haben uns. Verstehst du das nicht? Ich bin der bessere Spieler. Irgendwann einmal wendet sich das Blatt. Fragt sich nur wann. Morgen findet der Landausflug nach Marrakesch statt. Würden Sie mir die Freude machen, mich zu begleiten? Ich möchte Ihnen aber nicht lästig fallen. Was für ein Wort gebrauchen Sie da? Sie würden mich glücklich machen. Ich glaube, solche Empfindungen darf man sich auch in meinem Alter noch leisten. Dankeschön. Ich freue mich. Ich würde gerne mit Ihnen alleine gehen. Allein? Wieso allein? Was glaubt dieser Mann eigentlich? Ich habe ihm versprochen, mit ihm alleine zu fahren. Und das werde ich tun. Du kommst nicht mit. Sondern bedeutet dir dieser Mann etwas? Seine Gesellschaft tut mir wohl. Alles, was er mir sagt, tut mir wohl. Was ist daran falsch? Was tut dir wohl? Dass er dir Komplimente macht, ja? Ja. Zum Beispiel. Sie haben mir lange gefehlt. Over the beautiful morning, over the beautiful day. Muss denn dieser Krach sein? Over the beautiful feeling. Morgenstund hat Gold im Mund. Ja, wenn man geschlafen hat. Ich habe geschlafen wie ein junger Gott. Und geschnarcht wie ein Alter. Ihre infamen Bemerkungen überhöre ich einfach. Zu welchem Jackett würden Sie mir für den heutigen Landausflug raten? Zu Ihrem eigenen. Ich habe mich aber bereits für dieses entschieden. Aber genau das möchte ich heute anziehen. Daraus wird nichts. Also immerhin ist das doch mein Jackett. Hören Sie doch. Sie sind sehr unflexibel. Lieber Hansen, das gefällt mir überhaupt nicht. Da wir schon mal dabei sind, ich bitte doch dringendst, Ihren elektrischen Rasierapparat nach Gebrauch zu reinigen. Was geht Sie meinen Rasierapparat an?
Na, weil ich mich damit rasiere. Ich denke, Sie bevorzugen Nassrasur. Nein, 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 ab heute nur elektrisch. In Marrakesch gibt es sicher elektrische Rasierer zu kaufen. Ja, kaufen Sie ihn so bald wie möglich. Ich hasse es, mit fremden Leuten die Rasierapparate zu teilen. Oh, what a beautiful morning. Auf meine Hochzeitsreise vorkomme. Tja, ich hab mir meine Reise auch ein bisschen anders vorgestellt. Nur, ich bin schlimmer dran als Sie. Ihr Mann gewinnt immer, meiner verliert immer. Ja, dann tut mir leid. Aber was soll ich denn machen? Ich kann da schlecht zu meinem Mann sagen, du spielst jetzt nicht mehr mit Herrn Horns Kart, nicht? Wir sind fast blank. Mein Mann hat inzwischen 500 Mark verloren. Ja, aber ich verstehe das nicht. Warum sagen Sie denn nicht zu Ihrem Mann, der soll mit meinem nicht mehr spielen? War ja nur eine Bitte. Also wenn ich drei Buben von oben habe, ziehe ich immer den Herzbuben zuerst. Ganz einfach, um den Gegner zu täuschen. Das ist wirklich unglaublich schön hier, hä? Wo sind denn unsere Männer eigentlich? Ah, da! Kicken Sie mal! Ingemaus! Hallo! Hey! Was staunst du, was? Sechs Kamele auf einen Haufen? Schatzi! Komm mal runter! Das ist Wahnsinn! Komm mal runter! Super! Harald! Wie ist es denn? Nun sind wir mittendrin in unserem Märchen. Was empfinden Sie? Empfinden Sie es angenehm? Tja, so. Es ist nur alles so unwirklich. Es gibt keine Trennung zwischen Wirklichkeit und Unwirklichkeit. Nicht für uns. Für einen Künstler darf es diese Grenze nicht geben. Also ich überschreite sie immer noch mit großer Leichtigkeit. Und das in diesem Fall mit Ihrer Hilfe. Ich helfe Ihnen? Ja. Ich empfinde für Sie etwas, nicht wie vor 20 Jahren, als Sie uns begegnet sind, sondern anders natürlich. Aber warum soll ich dieses Gefühl nicht Liebe nennen? Es ist klarer, reifer, schöner. Und es erfüllt mit Dankbarkeit. Sie sind eine großartige Frau.
Merci. Guten Morgen, Herr Gabinen-Nachbar. Guten Morgen, gnädige Frau. Gerold, mein Name. Gestatten Sie. Suchen Sie was Bestimmtes? Allerdings. Ich suche eine Frau. Wie sieht sie denn aus? Wie Sie. Oh. Pemoka, s'il vous plaît. Hatten Sie schon getrunken? Nein. Danke. Nehmen Sie meinen, wenn er kommt. Kennen Sie den Herrn näher? Geht? Ich kenne ihn. Er kann entzückende Komplimente machen. Glücklich verheiratet. So einer sind Sie also. Und das ist eine Dame, die nachts über den Ozean brüllt. Hören Sie mal zu, lieber Hansen. Dass Sie immer noch nicht in der Lage waren, sich einen elektrischen Rasierapparat zu kaufen, gut. Dass ich in Ihrem schlecht sitzenden Jackett herumlaufe, schön. Aber dass Sie eine Dame, der ich gerade einen Heiratsantrag machen will, beleidigen, das geht zu weit. Was? Einen Heiratsantrag? Was ist denn daran so komisch? Sehen Sie denn nicht, dass die Dame schon verheiratet ist? Woran soll ich denn das sehen? Ehefrauen strahlen so eine gewisse Müdigkeit aus. Bitte. Also wunschlos glücklich sind Sie doch sicher nicht. Sagen Sie mal, dass ich verheiratet bin. Das ist Ihnen bisher entgangen, wa? Nein. Aber ich habe mir gesagt, eine Frau, deren Mann ständig Karten spielt, braucht auch Gesellschaft. Pardon, ich wollte Sie nicht kränken. Aber habe ich nicht recht? Naja, das ist schon wahr. Aber ich meine, was soll denn das alles zwischen uns? Die Antwort liegt bei Ihnen. Was macht eigentlich Ihr Mann im Augenblick? Dreimal dürfen Sie raten. Und wo geht diese Skat-Olympiade weiter? Ach, die Männer sitzen da irgendwo im Café und spielen. Sieh doch ruhig ein bisschen um, hat er zu mir gesagt. Auch in Begleitung hat ihn gefragt. Na klar, sagt er, ich hab doch Vertrauen zu dir. Unter gewissen Umständen kann Vertrauen auch beleidigend sein. Endlich eine ruhige Nacht in einem Einzelzimmer. Auf dem Schiff habe ich doch eine Doppelkabine mit Herrn Hansen. Mhm. Er schnarcht fast immer. Ach was? Ja. Mir hat er erzählt, dass Sie schnarchen. Also, wenn ich Fehler hätte, ich würde sie zugeben. Stimmt das wirklich, dass Sie verheiratet sind? Mhm. Tut mir leid. Nein, nein, nein und abermals nein. Was? Für ein flüchtiges Abenteuer bin ich mir zu schade. Wer sagt Ihnen denn, dass ich eine suche? Das merkt man, das spüre ich. Ah ja? Sagen Sie, was? Vielleicht wackelt Ihre Ehe. Nein, nein, nein. Auch diesen Gefallen kann ich Ihnen nicht tun. Ich bin sehr glücklich verheiratet. Ich habe sogar schon eine erwachsene Tochter. Ich habe einen Freund, der hat 8 erwachsene Kinder und die Ehe ist total im Eimer. Für alle Fälle, ich schreibe Ihnen mal meine Adresse auf. Darf ich um einen Kugelschreiber bitten? Sie sind ein merkwürdiger Mensch, Hansen. So? Warum? Ihre Kleinlichkeit muss Ihre Frau doch rasend machen. Was gibt's da zu lachen? Ich musste nur gerade an meinen Mann denken. Sagen Sie mal, finden Sie Ihre Aufmachung nicht etwas lächerlich? Natürlich. Für den heutigen Ausflug war ja auch mein Khaki-Anzug vorgesehen, nicht? Und warum tragen Sie ihn nicht? Weil Sie ihn anhaben. Und sagen Sie selbst, möchten Sie mit so einem Mann verheiratet sein? Wenn's sein muss. Guten Morgen. Dann fahren wir gemeinsam zur Fantasia. Schön, dass Sie mitkommen. Das ist Herr Böhme, Frau Horn. Ist das nicht ein prima Klima, wa? So was Schönes gibt's da ja nicht bei uns auf der Wetterkarte. Obwohl, ich glaube, für mich ist es ein bisschen zu heiß. Es ist auch nicht ganz ungefährlich. Ja, also, brauche er unbedingt einen Schatten. Ja, also, unbedingt. Was ist, Uli? Kommt ihr jetzt? Ja. Ihm ist es sicher auch zu heiß. Nee, der schwitzt bloß aus Angst, dass er auch mal verlieren könnte. Sag mal, soll das vielleicht heißen, dass du nicht mitkommst? Na, ich wette, dass es das heißen soll. Ach, ja, das hast du gewonnen. Aber die Hauptsache ist doch, dass du hier noch Sonne hast, Freude und Abwechslung. Sonne ist da. Freude bringt unsere kleine Frau Horn, nicht Frau Horn? Ja. Und Abwechslung bringt der junge Mann. Ich sag mir immer, wenn du glücklich bist, bin ich auch glücklich. Wir steigen jetzt ein. Ja, Wiederschauen, Schatzi, und viel Spaß. Alles Gute, gell? Ich geh schon mal vor zum Mischen. Aber sofort. Ja. Na ja, dann geh mal hoch, bevor du noch einen Sonnenstich kriegst. Fehlt was? Ja, mir fehlt so ein ganz süßes Kleid, was ich hier in der Boutique gesehen habe. Reine Seide. Nur 500 Mark.
Ist überhaupt kein Problem. Habe ich doch alles von dem Horn längst gewonnen. Hier, brauchst bloß umtauschen. Sag mal, warum lässt denn den nicht mal gewinnen? Die haben es nicht so dicke. Der will doch immer spielen. Da spielst du Tennis, um zu verlieren? Nee. Ach. Amüsier dir mal schön auf deine Fantasia, ja? Abfahren. Wiedersehen. Los geht's, Jungs. Ihr Mann gesagt. Warum machen die überhaupt so eine Reise mit? Skat spielen können sie doch auch zu Hause. Danke, vielen Dank. Entschuldigung, ich weiß nicht, was Sie meinen. Sie wissen doch, was ich meine. Nee, ich weiß nicht, was Sie meinen. Ach, Sie meinen vielleicht, ich habe gestern Abend Ihren Mann absichtlich gewinnen lassen. Das ist ein Irrtum, meine Liebe. Das ist ein Irrtum. Er hatte nur zufällig die besseren Blätter. So war das. Leider. Hallo? Wenn du mit dem König eröffnest, dann muss er mit der 10 oder mit dem Ass ran. Aha. Das ist wohl das neue Kleid, wa? Ja. Das ist aber wirklich hübsch. Erste Klasse. Oh Mann, ich glaube, du würdest auch dein Nachthemd als mein neues Kleid akzeptieren, wa? Sag mal, was soll denn das nun wieder? Na, das ist das Kleid, was du mir vorher hier in Nizza gekauft hast. Aua, sagte der Buntspecht. Jetzt bist du ausgereizt, Uli. Ja, und nun, wo ist denn nun das neue Kleid? Das gibt kein neues. Ich hab das Geldhorn zurückgegeben. Du hast genug und die sind pleite. Jetzt willst du mal auf der Rolle schieben. Wieso denn? Du hast es doch als neu akzeptiert. Oh Mann, ich glaube, du würdest auch nicht merken, wenn hier eine andere an meiner Stelle sitzen würde. Sag mal, soll ich mir verdrücken? Nee, nee, bleib mal sitzen. Entschuldige, kannst du das noch mal wiederholen? Du hast das Geld, den Horn zu heben. Genau so ist es. Ich glaube, mir streift ein Boss. Na, dann mach da mal auf die Socken und hole zurück. Das ist nämlich mein Geld. Was? Er hat gespielt wie ein König, der Horn. Dauernd gute Blätter und dauernd gewonnen. Ah, du hast verloren? Vernichtet hat er mir. Vernichtet. Ich sehe Freude bei dir aufkommen. Aber die Lust am Skatspielen, die hast du wohl noch nicht verloren. Ich glaube, jetzt wird sie pingelig. Naja, trifft wenigstens keinen Arm. Überleg dir das, Inge Maus. Ich zahl dir aus, 15 Jahre vor der Jolnen Hochzeit, das schwör ich dir. Entschuldigen Sie, gnädige Frau.
Ich möchte Sie nicht stören, aber was werden wir denn hören heute Abend? Schubert. Schubert? Ja, Herr Plattner wollte allerdings nicht, dass ich Schubert singe. Warum denn? Schubert ist doch sehr schön. Sie werden Erfolg haben. Dankeschön. Sind Sie nervös? Ja, sehr. Ist es das erste Mal, dass Sie Lieder singen? Nein. Ich habe damals nach meiner Opernzeit damit angefangen, aber eines Tages hatte ich nicht einmal mehr dazu den Mut. Das heißt, ich hatte keinen Mut mehr zu mir, wenn ich das sagen darf. Keinen Glauben mehr daran, dass ich doch etwas kann. Sie werden es uns beweisen. Nein, falsch. Sich selbst werden Sie es beweisen. Toi, toi, toi. Nochmal von vorne. Oh nein, nicht doch, doch. Sein Geld war Ihr Geld, weil Ihr Geld vorher sein Geld war und weil... Weil was? Wisst ihr was? Ich gebe einen aus und zwar auf mein Geld. Ja. Und hier kommt ja doch keiner mehr klar. Ja, aber was ist jetzt mit den 500, die übrig sind? Ja, eben. Da mache ich mal den Ölscheich und schenke sie dir. Vorschlag zu Jüte, ich spendiere dir 500 für eine Riesensause. Oh, gute Idee. Dann können wir noch eine Runde spielen und das vielleicht verdoppeln. Oh, nein. Wunderbar, ja. Frau Möbius hat das alles vorher mit mir besprochen. Eine Bedingung ist mit dieser Riesensause verknüpft. Mhm. Und welche? Naja, ihr schmeißt eine Karte. Nur eine Eins hier, zum Beispiel den Kreuzbuben über Bord. Ist doch gar kein Problem. Das heißt, haben wir noch ein Ersatzspiel? Ja, aber da fällt auch schon der Kreuzbube. Ach nee. Oh. Nachtigall, ich hör dir trapsen. Das ist die große Wende. Plötzlich versteht meine Inge-Maus auch was vom Skat. Konnten Sie wieder nicht schlafen? Ach, viel schlimmer. Der geht mir auf die Nerven. Na nun. Ich soll mit Ihnen ein Verhältnis anfangen. Welch reizvoller Gedanke. Ja, das würde ja dann Ihr Mann mitteilen. Der rast vor Eifersucht, lässt sich scheiden. Ja. Ich bin aber doch verheiratet. Ich auch. Was die wohl gerade machen. Uns mit ihrer unsichtbaren Gegenwart ein bisschen auf den Nerven gehen. Geht endlich ins Bett! Ob die uns verstanden haben? Meiner schnarcht. Wie sieht's bei Ihnen aus?
Sie bringt mich noch zur Weißglut. Warum? Weil ich hier dauernd viel zu lang vor der Glotze sitze. Jetzt hast du mir sogar den Apparat abgedreht! Ist endlich Ruhe! Ja! Da ist eine ganz kleine graue Stelle in ihrem Haar. Er sagt, ich soll sie mir färben. Hat der eine Meise? Und wird auch noch mit Anstand alt werden. Wir dürfen ihnen nicht zu sehr wehtun. Nein. Nein, das dürfen Nein, wir das nicht. Nein, das dürfen wir nicht. Nein. Das ist lange her, dass ich so geküsst worden bin. Danke, Jansch. Sie hat die Stimme für diese Lieder. Sie war erstklassig. Nur ihr musikalischer Begleiter. Ich meine, das ist mal ganz persönlich gesehen. Ja, ich weiß, was Sie sagen wollen. Ich habe ihr geraten, sich von diesem Manne zu trennen. Der ist Gift für sie. Sie wird das auch tun. Haben Sie schon mal mit ihr gearbeitet? Ich meine, weil Sie sich ja kennen. Ja, aber ich hatte niemals intime Beziehungen zu ihr. Ich habe nur bemerkt hier an Bord, dass man dieser Frau die Seele genommen hat. Und mit ihrer Seele die Persönlichkeit. Es ging nur darum, ihr beides wiederzugeben. Ne? Und das habe ich getan. Ich habe ihr ein bisschen von dem gegeben, wovon sie zu wenig hatte. Wir haben alle davon zu wenig. Von Liebe. Oh ja. Was denn? Was denn? Aber das hätte wirklich nicht sein müssen, lieber Gerold. Die Blumen waren nicht für Sie bestimmt. Ach so? Für wen denn? Für Annette. Aha. Ja, sie schläft noch. Ich überrasche Sie damit, wenn sie aufwacht, ja? Lieber Herr Gerold, ich darf doch sicher voraussetzen, dass Sie die Prospekte unserer Gesellschaft ausgiebig gelesen und studiert haben. Also, dabei werden Sie sicherlich bemerkt haben, dass wir nicht nur Sport und Erholung großschreiben, sondern auch Vergnügen. Was tun die von Ihnen genannten Personen anderes, als sich zu vergnügen? Ist das hier ein Luxusliner? Oder ein schwimmendes Bordell? Ich muss doch sehr bitten, Herr Gerold. Außerdem sind die beiden verheiratet. Na also. Aber nicht miteinander. Ach so. Und was soll ich Ihrer Meinung nach jetzt tun? Ich lege Beschwerde ein. Ich werde Sie weiterleiten. Ich bitte darum. Oh Gott, der Arme. Was willst du? Er ist doch selbst schuld. Sag mal, müssten wir nicht längst am Kapitänstisch sitzen? Das haben wir ja ganz vergessen. Komm. Moment. Also eine kleine Zusammenfassung sollte schon sein. Also, hätte. Die Glotze schalte ich in Zukunft aus. Hm? Und ich krieg dafür ab und zu ein ganz liebes Kompliment. Und einmal im Monat. Einmal? Gehen wir groß aus. Und was ist mit der gewissen Müdigkeit? Mit der ist Schluss. Zufrieden? Thank you.
trinken wir doch mal einen Schluck auf meine spendable Frau Gemahlin. Ja, wenn ihr so weitermacht, dann ist bald Sense mit der Riesensause. Prost. 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 Moment, Max. Ich bin gleich wieder da. Guten Abend. Alles wieder im Lot, wie ich sehe? Ja, mein Mann hat endlich kapiert, dass ich seine Frau bin. Wir hatten beide eine kurze Illusion. Ich mit einer ganz reizenden Frau zu flirten und sie ihren Mann eifersüchtig zu machen. Ja, aber wie sie mir den Hof gemacht haben, also das war klasse. Danke. Oh, habt ihr das gesehen? Meine Ingemaus knutscht fremde Männer. Das ist Peter Böhme, ein Verehrer von mir. Verehrt dir? Na klar. Na, dann kann er doch so dusselig ja nicht sein. Prost. Prost. Meine sehr verehrten Damen und Herren, keine Sorge, keine Sorge, ich werde keine lange Rede halten. Nur eine kleine, bezaubernde Geschichte erzählen. Anwesende Ehepaare werden sich ihre besondere Freude dran haben. Vor 25 Jahren irrte sich ein junges Mädchen in der Kabinentür. Und diesem Irrtum verdankt sie lange glückliche Ehejahre. Darum kamen beide auf den Gedanken, an ihrer Silberhochzeit nachzuspielen, wie sie sich kennengelernt haben. Damals, vor 25 Jahren. Da kommt es, das glückliche Silberpaar. Dieses Mannes hat mich von Anfang an gestört. Aber dass er so hinterhältig ist, das habe ich nicht gewusst. Und jetzt ist er auch noch mit ihr verheiratet. Und mögen die nächsten 25 Jahre genauso glücklich sein wie die ersten. Verstanden? Aha. Alles gut. Herzlichen Glückwunsch. Alles gut. Dankeschön.